Da war eine riesen Menschenansammlung reingefahren, in diese Menschen reingefahren, angehalten, Tür auf und dann ging das los. Und dann biss mich einer ins Ohr und sagte zu mir: Norbert Klipstein, was machst denn du hier? Ich sage: Thomas, wie kommst du hierher? Ich warte auf meinen Bruder. Der war nämlich vor Jahren zuvor über die Grenze Ungarn abgehauen. Wann ist es soweit? Wann kommen die anderen? Ich sage, ich kann es dir nicht sagen. Ich sage, wir sind jetzt einfach rübergekommen. Ich weiß nicht, ob wir die Ersten sind, ob die Grenze jetzt generell offen ist. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Los, trink erstmal was. Erstmal aus einem Plastebecher Sekt getrunken. Dann habe ich das Auto ein Stück weitergefahren, weil wir mussten uns ja noch in der BRD anmelden. Bis an den dicken Strich. Bundesgrenzschutz. Zack, wieder ausgestiegen. Nachgeschaut, die Menschen nochmal und Tralla und Applaus und Hurra und alles, was weiß ich. Und dort kam an dieser Stelle kamen gut gekleidete im Anzug angezogene Herren. Das war der Herr Fischer, CDU. Landtagsabgeordneter war er damals, dann der Herr Koch und der Stadtrat Duderstadt und der Herr Neute Bürgermeister. Die kamen, haben uns begrüßt, ganz offiziell. Und Herr Fischer hat sich dann erstmal in dieses Auto gesetzt und hat gesagt: So, wo ist denn hier die Gangschaltung bei diesem Trabant? Jürgen, das ist kein Trabant, das ist ein Lada, der hat hier unten, so wie jedes gute Auto, Knüppelschaltung. Angelassen, Gang rein und hat das Auto symbolisch über die Grenze gefahren. Das hat damals Dreisat auch gefilmt. Ja, und dann, mir war das eigentlich egal, was mit dem Auto war. Das war mir früher nicht egal. Aber eine Stunde später war mir das egal. Dann war das Auto für mich, das war das Auto. Meine Frau war irgendwo, Klaus war irgendwo mitten in den Menschenmassen. So hat dann Herr Neute gesagt: Wir machen jetzt einen Vorschlag. Sie steigen jetzt ein, Sie fahren hinter mir hinterher. Wir machen jetzt einen Eröffnungsumtrunk. Ich habe mit Ambiente Duderstadt telefoniert und wir treffen uns in dem Ambiente Duderstadt. Sie fahren schön hinterher. Hinterhergefahren, Auto abgestellt, ins Ambiente. Und dort war damals dann der Herr vom Göttinger Tageblatt als Reporter, hat uns interviewt. Und dann haben wir, wie gesagt, mit den Herrn Neute Koch und noch mit Herrn Fischer noch gefachsimpelt. Und ich denke mal so 2 Stunden später, dreiviertel zwei, ging die Tür auf und dann kamen die ersten aus Worbis.